Für den letzten Teil unserer Reihe Was Europa bewegt ist unser Brüssel-Korrespondent Markus Preis diesmal in den Niederlanden, in Deutschland und in Rumänien unterwegs. Und er hat mit jungen Menschen gesprochen, die bei ihrer Zukunftsplanung ganz auf das setzen, womit sie ohnehin jeden Tag umgehen, aufs Internet und andere Produkte aus der gar nicht mehr so neuen digitalen Welt. Einer Welt, die bislang allerdings meist anderswo gebaut wird als in Europa. Diese Reise führt mich in die Zukunft. Nach Groningen in die Niederlande. Europa, auch Kontinent der Dichter, der Denker. An klugen Köpfen mangelt es uns nicht. Doch ein Silicon Valley wie in den USA? Fehlanzeige. Woran das liegt? Wissen müssen es eigentlich die, die an unserer Zukunft forschen. Die 20-jährige Amelia studiert Krankenhausmanagement. Zusammen mit den drei Informatikstudenten Dimitri, Karlin und Julian hat sie nicht weniger vor, als Blinden beim Sehen zu helfen. Sie erklären mir, eine Kamera, Ultraschallsensoren und viele für mich völlig unverständliche Buchstaben und Zahlenreihen. Das Ergebnis: eine Brille, die warnt. Be careful. There is currently a vehicle in front of you. Vorsicht, Auto in der Nähe. Wir haben die Brille für Blinde und Sehbehinderte entworfen. Die kann ihnen sagen, wie die Umgebung aussieht. Sie kann Texte lesen und auch Abstände einschätzen. Eine faszinierende Spielerei von ein paar Nerds, so könnte man das abtun. Die jungen Groninger Studenten aber sind fest entschlossen, daraus ein weltweites Geschäft zu machen. Das allerdings ist gar nicht so einfach in der EU. Europa ist sehr strikt, wenn es darum geht, eine Firma zu gründen. Regulierung, Risikokapital finden, die Steuern. Es ist nicht besonders attraktiv, hier eine Firma zu gründen. Eins aber loben sie an der EU, die guten und meist kostenlosen Unis. Die Ausbildung ist viel besser hier, also studieren wir in Europa. Aber wenn es dann besser und billiger für uns ist, woanders hinzugehen, etwa in die USA oder nach China, dann machen wir das. Patrioten sind sie also nicht unbedingt, die klugen Köpfe Europas. Aber wer will es ihnen verdenken bei so viel Leidenschaft für ihre Technik? Beim Abschied aus Groningen frage ich mich, ob die EU nicht ein bisschen naiv ist. Leistet sich die vielleicht beste Ausbildung weltweit, aber Jobs und Gewinne entstehen dann anderswo?